Hallihallo und ein herzliches Willkommen hier zu Hof Erlengrad im LS19. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, euch geht's gut da draußen. Wenn es euch gefällt, lasst doch gleich mal ein Like da. Und wir gucken uns heute auf alle Fälle mal die Bienen an, wie es schon ja im Titel steht. Wir werden natürlich heute auch die Fun Facts nicht vernachlässigen, Mythen und Sagen. Habe ja gesagt, dass die nächsten 1, 2, 3 Folgen immer mal so ein paar gewisse Geschichten über die Alpenregion kommt. Das kann in Deutschland sein, also auf bayerischer Seite oder auch auf österreichischer Seite. Das ist erstmal egal. So, wir haben hier jetzt den Hasenstall mal ganz kurz im Blick, weil ich muss mal sehen, welche Rohstoffe da reinkommen. Und ihr seht es ja jetzt hier selber gerade. Das heißt, wir müssen also die gewissen Sachen auch dann anbauen, damit wir natürlich das auch kriegen können. Und natürlich auch dann Zuchthasen bekommen können, die wir natürlich gewinnbringend veräußern. Ja, aber als erstes fahre ich jetzt mal schnell hier rüber zum Händler und muss Honigwaben holen und Bienen natürlich. Die Gläser, die Schleuder und auch die Abfüllanlage werde ich in der nächsten Folge holen. Das werden wir jetzt nicht sofort machen heute. Wichtig ist mir jetzt erstmal, dass wir einen Bienenstock voll machen, einen Bienenstock voll knallen, dass der erstmal produziert. Wir werden natürlich so viel Bienen holen, dass wir so 3 oder 4 Bienenstöcke mit Bienen erstmal voll schmeißen. Bienenwaben werde ich wahrscheinlich dann nochmal nachordern müssen, muss ich mal gucken. So, okay, auf alle Fälle knallen wir uns jetzt mal das Auto voll mit Bienenwaben und natürlich mit Bienen zugleich. Und während ich das mache und dann auch rüberfahre, erzähle ich euch mal was vom vergessenen Kind im Grimming. Das, die nachfolgende Geschichte, die ich jetzt erzähle, kommt aus der Steiermark in Österreich. Mächtig erhebt sich der Grimming zwischen Ennstal und Salzkammergut aus dem Talboden. Kein Wunder, dass man den 2351 Meter hohen Gebirgsstock früher sogar höher einschätzte als den nahen Dachstein. Vom Ennstal aus ist in einer steilen Felswand eine rundbogenartige, überwölbte Vertiefung zu sehen, das sogenannte Grimmingtor. Dieses Tor spielt in der Sage vom vergessenen Kind eine zentrale Rolle. Einmal pro Jahr, an Peter und Paul, also am 29. Juni, soll sich das Tor öffnen und den Blick auf die Schätze freigeben, die der Berg in sich birgt. Ja, die Geschichte beginnt natürlich jetzt gerade erst und fängt eben erst an, startet erst. Genau aus dem Grund stoppe ich hier ganz kurz, um die Spannung etwas aufrechtzuerhalten. Was hat es mit den Schätzen und dem Tor eigentlich genau auf sich? Und was passiert eventuell, wenn man reinguckt oder sich in der Nähe aufhält? So, wir haben jetzt hier erstmal die Bienenwaben aufs Auto geladen. Und auch gleich noch einen Eimer dazu, den fahre ich jetzt natürlich erstmal rüber zu meiner kleinen Bienenoase, wie ich das so gerne nenne. Und wir beginnen natürlich die Bienenwaben schon mal einzusortieren in die Bienenstöcke. Das ist ja mal ganz wichtig, damit wir überhaupt Honig produzieren können. Es ist natürlich eine etwas aufwendige Produktion hier im LS19, denn wir müssen alles per Hand machen. Das bedeutet, wir müssen die Bienenwaben per Hand reinlegen oder reinhängen. Wir müssen die Bienen per Hand reinbringen. Wir müssen die Bienenwaben, die vollen, wieder raussammeln zu unserer Abfüll- und Schleuderanlage bringen. Wenn wir es geschleudert haben, dann müssen wir es, wie gesagt, einbringen. Der Eimer hilft uns dabei, den gewonnenen, geschleuderten Honig natürlich dann in die Abfüllanlage einzubringen. Ja, und dann brauchen wir noch Gläser, wo wir das dann natürlich auch
in Gläser füllen und den Honig damit dann in unseren Hofladen bringen können. Und im Hofladen dann wird er verkauft. Und dieser ganze oder diese ganzen Arbeitsschritte, die ich jetzt euch erzählt habe, die muss man natürlich händisch machen. Da funktioniert nichts automatisch oder auch nichts mit Geräten bzw. Traktoren. Das ist halt alles per Hand, wie das ein Imker auch wirklich machen würde. Aber genau deswegen interessiert mich ja diese Produktion oder ich sag mal diese Honigherstellung ja so sehr, weil es eben nicht so ist wie immer. So, jetzt sind wir schon wieder beim Händler angelangt, das ging schnell, denn wir brauchen jetzt Bienen und die sind ja gut ein bisschen blöd verpackt, nämlich hier in solchen Kartons. In echt wird es wahrscheinlich nicht so sein, aber gut, wie will man es anders machen? Ne, das ist klar. So, gut. Das Auto vollgeladen, fahre ich jetzt zurück zu meinen Bienenstöcken, zu meiner Bienenoase und werde die jetzt dort reinbringen, beziehungsweise einfach anfassen, über den Bienenstock halten und dann sind die Bienen drin. Da brauchen wir jetzt nicht arg so viel, dass das voll ist. Ich glaube 4 oder 5, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir müssen mal gucken. Ich glaube 4 sind's. So, wollen wir mal gucken, ob das jawohl funktioniert. Und schon seht ihr auch, schweben die Bienen über uns hinweg. Sie fliegen. Also es ist auch wunderschön animiert. Es ist sehr, sehr schön vom Sounddesign her. Es klingt wirklich gut und ja, es klingt einfach nach Natur. So, ihr seht's, es ist schon fast voll. Wir kriegen nur noch ein Paket rein. Die anderen Pakete verteilen wir jetzt auf die anderen Honigwaben und schauen, ob wir alle losbekommen. Aber wir bekommen alle los, denn hinter mir stehen ja auch noch, ja, so viele rum. Soll nicht das Auto anheben? Ich muss unbedingt diesen Strong Farmer mal wieder rausmachen. So, ich habe jetzt alles verteilt auf alle und so lange ich dort aber bei den anderen keine Honigwaben drin habe, fliegen natürlich auch keine Bienen, denn dann wird ja nichts produziert. Nur bei dem einen, ich muss jetzt mal gucken, ich habe immer hier irgendwie, fehlt mir hier ein bisschen die Übersichtlichkeit. Was ist das hier? Nee. Ich weiß, man müsste halt nur auf die Zahlen achten, auf die drei Zahlengruppen, die untereinander stehen, aber das ist immer ein bisschen... So, hier haben wir es doch aktiv. So, 1% haben wir schon gemacht. Natürlich ist es eine Produktion, die jetzt nicht extrem schnell ist. Also man muss hier schon ziemlich Geduld mitbringen und ja, Zeit natürlich auch. Es ist zeitaufwendig, aber es macht einfach Laune. Es macht einfach Spaß, Honig zu machen, Honig zu produzieren. Genau. Okay, gucken wir weiter. Ich erzähle euch jetzt noch was über das vergessene Kind. So, wir haben ja bis jetzt gehört, dass er die Schätze freigibt, weil sich das Tor an Peter und Paul öffnet, am 29. Juni nämlich. Davon hörte auch eine verarmte Witwe, die eines Tages mit ihrer kleinen Tochter den Weg auf den Berg wagte. Als das Tor aufging, hastete sie hinein, setzte das Kind auf einem Stein im Inneren des Berges ab und raffte so viel Gold an sich, wie sie tragen konnte. Als sie ihre Last vor dem Berg abgelegt hatte und erneut hineingehen wollte, schloss sich das Steintor. Die Mutter konnte ihr Kind nicht mehr herausholen. Da verfluchte die Witwe das viele Gold und kehrte ohne den Schatz, aber auch ohne ihre Tochter ins Tal zurück. Ein Jahr lang musste sie warten, bis sich das Grimmingtor wieder öffnete und sie ihr Kind wohlbehalten in die Arme schließen konnte. Das Gold im Berginneren würdigte die Witwe diesmal keines Blickes. Ja, ihr Lieben, so kann's gehen. In jeder Geschichte steckt wohl ein Funken Wahrheit oder eine kleine Lehre. Was ist hier die Lehre daraus?
Seid nicht habgierig. Ja, ihr Lieben, jetzt fahren wir mal schnell so ein bisschen Saatgut rüber zu unserem Helfer, denn der hat kein Saatgut mehr. Wir haben ein bisschen reingedriftet, das ist nicht schlimm in die Kurve. So, gut, dann füllen wir hier das Ganze mal auf. Noch ein bisschen ranfahren. So. Sehr schön. So, dann kann der jetzt erstmal auf alle Fälle weiter ansehen, weil das ist arg wichtig jetzt. Wir haben mehrere Produktionen und ich möchte mehrere Produktionen auch zum Laufen kriegen. Und wenn ich das schaffen will oder wenn wir das schaffen wollen, dann muss ich natürlich gewisse Sachen jetzt anbauen und es muss alles da sein. Vornehmlich brauche ich hier in Erlengrad natürlich um einiges mehr Silage als vielleicht andere Güter, schon alleine um die BGA zum Laufen zu kriegen. Das ist für mich ganz wichtig, denn die wirft ganz gut Geld ab, aber auch die anderen Produktionen, weil sie einfach interessant sind, euch zu zeigen, müssen natürlich ja losgehen und laufen. So, ich bin jetzt rüber gerannt mal zum Feld 22, meine ich. Ich glaube, das ist das Feld 22 und hier sind wir schon fertig mit Ansehen. Wir müssen dann in der nächsten Folge hier düngen, vielleicht ein bisschen Kalk draufschmeißen, bin ich noch gar nicht ganz so sicher, muss ich mal gucken. Auf alle Fälle ist das Feld ja hier leider nicht per Precision Farming abgescannt worden. Das muss ich auf alle Fälle noch tun. Auf allen Feldern, die mir gehören natürlich. Und mir gehören jetzt einige. So, okay. Dann würde ich sagen, fahren wir mal rüber zum Hof, stellen die Sämaschine ab und holen uns den das Front- und Heckmähwerk. Ich habe natürlich noch so eine kleine feine Geschichte aus Oberösterreich, auch in der Steiermark. Der tote Schnee am Dachstein. Der knapp 3000 Meter hohe Dachstein ist teilweise von Gletschern bedeckt. Eine der beliebtesten Aufstiegsrouten verläuft über den Gosau-Gletscher und den Westgrat. Die wenigsten denken beim Gang über dieses und andere Schneefelder daran, dass sich darunter der Sage nach verwunschene Almwiesen befinden. So soll eine der besten Almweiden früher hoch oben am Dachstein in einer Mulde gelegen haben. Das Gras wuchs üppig und fett und die dort weidenden Kühe gaben viel und gute Milch. Bald schaffte die Bäuerin die Almwirtschaft nicht mehr allein und beschäftigte Mägde, die ihr neben der Viehhaltung auch bei der Herstellung von Butter, Schmalz und Käse halfen. Als nach einem heftigen Gewitter die Stege und Brücken über die angeschwollenen Bergbäche zerstört waren und der Weg zur Alm hinauf abgeschnitten war, wollten die Mägde Holzfäller rufen. Diese sollten die Brücken reparieren, doch die Bäuerin sagte, die Holzfäller brauchen wir nicht, wir bauen uns unsere Brücken selbst. Die Geschichte geht auch hier noch ein Stück weiter, die erzähle ich euch zum Schluss von unserer Episode. Denn, ja, die wird noch ganz interessant, wie ich meine. So, jetzt wollen wir aber drüben am Feld ganz schnell so ein bisschen Gras mähen, also ums Feld herum, dort wo wir gerade ansehen lassen. Denn wir brauchen dieses Gras sehr dringend. Wir haben ja viel von unserem Grasfeld hier jetzt verbaut und abgegraben für den Hof natürlich. Und dessen bin ich mir bewusst. Vielleicht müssen wir auch noch eine Wiese dazu kaufen. So, okay. Wir starten rein in die Sache und mähen jetzt hier einfach mal ringsherum das Feld ab, ihr Lieben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch die Bienenzucht bzw. die Bienen, ich will immer nicht Produktion sagen, weil ich sag mal Honigherstellung,
ich sag's mal ganz einfach, Honigherstellung. Ob euch die Honigherstellung gefällt? Wenn ja, wie gesagt, ladet sie euch runter, probiert sie aus, setzt sie mal. Es ist aufwendig, werdet ihr merken, aber es macht einfach wirklich Laune und Spaß. Genauso die Hasenzucht. Die Hasenzucht allerdings ist natürlich viel einfacher, mit weniger Aufwand verbunden und ja, auch ganz gut gewinnbringend, wie ich meine. So, wir dürfen natürlich eins auch nicht vergessen, wenn wir dann Hasen haben, wenn wir Kühe haben, dann haben wir natürlich auch Mist. Den Mist bringen wir natürlich auf unser Feld aus, aber auch wichtig, wir brauchen für das Gemüsebeet oben am Haus auch ein klein bisschen Mist und Wasser. Das ist jetzt nicht viel, aber ja, brauchen wir halt einfach. Das ist ganz wichtig. So, gut, jetzt fahren wir hier ein bisschen rundrum mal und wir werden es aber heute nicht ganz schaffen, das zu schwaden und dann auch einzufahren. Das kriegen wir nicht ganz hin. Das werden wir dann hoffentlich in der nächsten oder übernächsten Folge machen. Da muss ich mal gucken, wie wir das hier zeitlich hinbekommen, denn das, was wir jetzt immer viel zu viel Zeit hatten bei Erlenkraut, haben wir jetzt natürlich durch den Umbau des Hofes und des Gewerbegebietes nicht mehr so zur Verfügung. Also das heißt, Zeit ist ein Faktor, der jetzt hier knapp geworden ist. Aber dann wird es uns auch nicht langweilig, vor allem, wenn ich mir die Kühe hole, über den Winter auch nicht langweilig. Denn da wollen ja die ganzen Güter, die wir eingebracht haben, wollen ja dann auch verarbeitet werden in den Produktionen. Da kommt dann natürlich das Geld. So, wollen wir nochmal einen Blick drauf werfen auf die letztendliche Geschichte. Wir erinnern uns, die Bäuerinnen und Mägde wollten die Holzbrücken selber bauen. So errichteten die Frauen die Brücken aus ihrem besten Käse neu. Sie hatten ja so viel davon und verklebten die Einzelteile mit extra feiner Butter. Als der letzte Steig fertig war, traf sie die Strafe des Himmels, der so viel Hochmut und die sündhafte Vergeudung von Gottesgaben nicht ungestraft hinnehmen konnte. Die Brücken schmolzen und fortan bedeckte ewiger Schnee die einst so saftigen Weiden. Ja, auch hier wieder die Lehre daraus. Verschwendung, Gier, Habsucht. Ja, ihr Lieben, so sind die Berge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Däumchen da. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie viel wir aus der Honigherstellung rausbekommen und vor allem, wie viel wir dort an Geld machen, dann solltet ihr unten jetzt auf das Abo-Zeichen, auf den Abo-Button klicken und die Glocke anmachen, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich bin allerdings erstmal so weit raus. Ich guck mal hier schnell noch, wie weit meine Wiese hier unten ist, aber irgendwie, also die fehlt mir ja jetzt hier unten auch, das ist aber alles kein Problem. Genau, hier wird mir nämlich nichts angezeigt, das ist glaube ich normal so, oder was heißt glaube ich, das ist normal so. Na gut, ich bin erstmal raus, ihr Lieben, es hat mich gefreut, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, schaltet wieder rein, wenn es heißt Erlenkraut, wir bauen einen Alpinhof auf. Euer Sven vom GameWorld-Kanal. Tschüss und ciao.